Ich rufe nun auf den Zusatzpunkt 5 sowie Tagesordnungspunkt 30. Beratung des Antrags der Fraktion der CDU/CSU mit dem Titel Den Traum von den eigenen vier Wänden ermöglichen sowie Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Klimaschutz und Energie zu dem Entschließungsantrag der Fraktion der CDU/CSU zu der Abgabe einer Regierungserklärung durch den Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz zu dem Thema für eine sozial-ökologische Marktwirtschaft, Transformation innovativ gestalten, Jahreswirtschaftsbericht 2022. Für die Beschlussempfehlung zu dem Entschließungsantrag der Fraktion der CDU/CSU werden wir später namentlich abstimmen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich bitte Sie, die Platzwechsel jetzt vorzunehmen. Ich eröffne dann die Aussprache, und das Wort hat zuerst für die CDU/CSU-Fraktion Dr. Jan-Marco Lutschak. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ein Eigenheim, eine Stadtwohnung, ein kleines Haus im Grüben, das ist gelebte Freiheit. Das Bundesverfassungsgericht hat das mal sehr schön in die Worte gekleidet, dass Eigentum die wirtschaftliche Basis für individuelle Freiheit ist. Und das ist auch so. Und Eigentum, ein Eigenheim, das ist auch noch viel mehr. Das ist eine gute Altersvorsorge. Es sichert Unabhängigkeit vor steigenden Mieten, Unabhängigkeit vor Inflation. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass Millionen von Menschen in unserem Land davon träumen. 4 von 5 träumen diesen Traum von den eigenen vier Wänden. Die Wahrheit aber leider ist, dass sich viel zu wenige Menschen diesen Traum auch verwirklichen lassen. Er bleibt ein Traum. Deutschland ist in Europa Schlusslicht bei der Eigentumsquote. Und das gilt gerade für junge Familien, gilt für Menschen mit geringem oder mittleren Einkommen. Sie alle träumen diesen Traum, aber er zerplatzt allzu oft an steigenden Kosten beim Bauen, an zu wenig Bauland, was zur Verfügung steht, und manchmal eben auch an den politischen Rahmenbedingungen. Und dann müsste es ja eigentlich, wenn man das so hört, dass Millionen Menschen davon träumen, eigentlich Ausfluss einer guten, einer bürgernahen Politik sein, darauf zu reagieren. Diesen Menschen das zu ermöglichen, diesen Traum von den eigenen vier Wänden auch wirklich zu leben. Wenn wir jetzt einmal gucken, was macht denn die Ampel an der Stelle? Da muss man leider konstatieren, das ist eine große Leerstelle, die die Ampel an dieser Stelle hat. Im Koalitionsvertrag, wenn man den liest, da gab es noch hehre Ziele. Es gab wohlklingende Versprechen, dass man Eigenkapital ersetzende Darlehen machen möchte, Zinsverbilligen und viele, viele Sachen mehr, die ja den richtigen Weg eingeschlagen hätten. Und ich war ehrlicherweise auch ganz positiv überrascht, als ich das gelesen habe. Wenn man sich jetzt aber mal die Realität anschaut, was bleibt eigentlich davon übrig, muss man feststellen, nichts. Nichts bleibt von diesen hehren Zielen und wohlklingenden Versprechen übrig. Denn was macht die Ampel? Im Haushalt gibt es keinen eigenen Ansatz, um das Thema Eigentumsbildung, die Förderung von jungen Familien an dieser Stelle nach vorne zu bringen. Ganz im Gegenteil. Wir wissen schon, dass das Baukindergeld, eine Maßnahme, die wir als Union auf den Weg gebracht haben, wo viele Hunderttausende Familien von profitiert haben, was sie einer riesengroßen Beliebtheit erfreut, dass das wahrscheinlich so sein wird, dass viele Familien, die antragsförderberechtigt sind, am Ende leer ausgehen, weil die Gelder nicht bereitgestellt werden. Wir haben erlebt, dass wir einen KfW-Förderstopp gehabt haben, der massiv Vertrauen zerstört hat, der jungen Familien auf dem Weg in die eigenen vier Wände die Grundlage ihrer Finanzierung unter den Boden weggeführt haben. Und wir sehen, dass die Bauministerin, die ja eigentlich die Erste wäre, die diese Maßnahmen nach vorne bringen müsste, die in Zeitungsinterviews sich einlässt und sagt, naja, also der Bau von neuen Einfamilienhäusern, das sei ja ökologisch und ökonomisch unsinnig. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Ampel, ich sage Ihnen, das sind die völlig falschen Weichenstellungen, das sind die falschen Signale. Wir müssen das Gegenteil machen. Wir müssen mehr Menschen in die eigenen vier Wände bringen, und das versäumen Sie mit Ihrer Politik. Und das greifen wir auf als Union in einem
Papier, wo wir 9 Punkte herausgearbeitet haben, was die richtigen Weichenstellungen waren, um genau dieses Ziel, Traum von den eigenen 4 Wänden zu ermöglichen. Da geht es darum, dass wir eine verlässliche, eine auskömmliche und eine nachhaltige KfW-Förderung auf den Weg bringen, die diesen Dreiklang ermöglicht: Neubau, Eigentumsbildung, Klimaschutz und gleichzeitig dann auch bezahlbare Mieten. Das werden wir nur hinkriegen, wenn dieses Förderchaos, dieses Hin und Her beim KfW endlich aufhört und die Menschen, die Bauherren, Planungs- und Investitionssicherheit haben, dass sie auf den Weg sich machen können, um neu zu bauen, bezahlbar zu bauen, energieeffizient zu bauen und nicht, dass wir jetzt haben, diesen Attentismus, dass alle Projekte zurückgestellt werden, weil keiner weiß, wie es denn eigentlich weitergeht. Sie müssen endlich Klarheit schaffen, wie es weitergeht mit der KfW-Förderung. Und natürlich müssen wir vor allen Dingen bei den Nebenkosten runterkommen. Und da möchte ich insbesondere die Grunderwerbsteuer adressieren. Das ist eine Steuer, die in den letzten Jahren vom Aufkommen enorm angestiegen ist. Wir prognostizieren, dass es etwa 2022 ein Volumen von etwa 18 Milliarden Euro bei der Grunderwerbsteuer geben wird. Ist ja klar, weil die Kaufkosten sich so, die Immobilienpreise sich so entwickeln, steigt diese Steuer. Aber das ist gerade etwas, was eine riesige Hürde ist, gerade für junge Familien. Diese Nebenkosten kriegen Sie nicht finanziert. Die finanziert Ihnen keine Bank, deswegen brauchen Sie dort Eigenkapital. Und wir wissen doch alle, dass Menschen mit geringen, mit mittleren Einkommen, junge Familien, denen fehlt dieses Eigenkapital. Und deswegen sagen wir als Union, wir brauchen für selbstgenutztes Wohneigenheim, da brauchen wir Freibeträge, familienfreundlich ausgestaltet, dass die auch junge Menschen, Familien endlich diesen Traum leben können. Und deswegen sage ich das nochmal, Ihr Bundesfinanzminister, der jetzt Bundeskanzler ist, der hat das in der letzten Wahlperiode verschleppt. Er hat sich nicht mit den Ländern ausgesetzt. Das muss jetzt endlich anders werden. Wir brauchen diese Freibeträge bei der Grunderwerbsteuer. Und einen letzten Punkt, den ich noch ganz kurz erwähnen möchte. Uns geht es vor allen Dingen darum, auch viele Mieterinnen und Mietern endlich die Möglichkeit, die Chance zu geben, Eigentum zu haben. Und deswegen setzen wir uns für staatlich abgesicherte Mietkaufmodelle ein, dass man über eine lange Frist, statt Miete alleine zu zahlen, in die eigene Tasche, ins eigene Portemonnaie zahlen kann, Tilgung leisten kann und am Ende als Mieter auch die Chance hat, Eigentum zu erwerben. Wir brauchen eine gemeinsame Kraftanstrengung. Wir wollen als Union, dass Deutschland kein Land von Träumern bleibt, sondern dass es ein Land von Eigentümern wird. Unterstützen Sie uns dabei. Wir sind dazu bereit. Wir haben die richtigen Konzepte vorgelegt. Deswegen unterstützen Sie unseren Antrag. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die Bundesregierung, die Bundesministerin Clara Geiwitz. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe CDU-Fraktion, ganz herzlichen Dank für diesen Antrag. Ich glaube, angesichts der vielen Herausforderungen, die wir gerade im Bausektor haben, ist es sehr gut, dass wir uns die Zeit nehmen, darüber zu sprechen, wie es die Menschen in diesem Land schaffen, a, preiswerten Wohnraum für sich zu finden, wie wir Neubau fördern können, wie wir die Sanierung fördern können. Das kann man sehr ruhig und sachlich miteinander besprechen. Ich bin ja auch dafür bekannt, dass ich eigentlich eher eine ruhige Person bin. An der Stelle möchte ich aber doch mal eine Emotion äußern, Herr Dr. Lutschak. Es ist für mich nicht ganz nachvollziehbar, dass Sie mich derartig verkürzt zitieren. Sie sagen, ich hätte was dagegen, Häuser zu bauen, weil das ökonomisch und ökologisch unsinnig ist. Das wäre in der Tat etwas verwunderlich, wenn die Bauministerin grundsätzlich Probleme mit dem Bauen hat. Deswegen bitte ich, dass Sie auch das Zitat noch mal nachlesen. Da stand, es ist ökonomisch und ökologisch unsinnig, wenn jede Generation ihre eigenen Eigenheime baut. Und ehrlich gesagt, das ist jetzt nicht so revolutionär, dass ich der erste Mensch bin, der auf diese Idee gekommen ist, sondern wir haben in Deutschland seit Jahrhunderten die Tradition, dass natürlich Häuser von einer Familie in die nächste vererbt werden. Dass es ganz klar ist, dass man sein Elternhaus hat, dass man es umbaut, dass man es modernisiert. Und das, was heute passiert, ist doch, dass viele Menschen nicht mehr in dem Dorf wohnen, in dem ihre Eltern wohnen. Und das heißt, dass sie, wenn sie ein eigenes Haus haben, erst mal dran denken, ich baue ein neues. Das Alte der Eltern ist ja nicht da, wo man wohnt. So, und das ist, was wir adressieren müssen. Wir haben seit dem Krieg Tausende von Einfamilienhäusern gebaut, in denen keine Familien mehr leben, sondern die dann irgendwann demnächst auch zum Weiterverkauf anstehen. Wir haben ein riesiges Sanierungsstau in diesem Bereich. Der Gebäudesektor ist ein großes Problem bei der Erreichung der Klimaziele. Und in der Tat haben wir sehr, sehr viele Familien, die nachvollziehbarerweise davon träumen, dass sie ein eigenes Häuschen mit Garten haben. Ich als Mutter von 3 Kindern kann das sehr gut nachvollziehen. Aber wie bringen wir denn diese beiden gesellschaftlichen Sachen zusammen?
A, die vielen Häuser, die es schon gibt im Bestand, die alle eine neue Heizung brauchen, die gedämmt werden müssen, die energetisch saniert werden müssen, und den nachvollziehbaren Wunsch. Und das ist eine Sache, die ist ganz einfach, nämlich eine Sanierungsförderung, dass wir einen Anreiz setzen, dass die jungen Familien auch darüber nachdenken, sich ein wunderschönes Bestandshaus zu wählen und für ihre Bedürfnisse umzubauen. Und wir waren ja, ich war ja bei Ihnen, Herr Dr. Lutschak, ich war ja bei Ihnen in der Fraktion, in der Arbeitsgruppe. Vielen Dank auch für die gute Diskussion dort. Und da haben wir gemeinsam ja zum Beispiel über das von Ihnen erwähnte Programm Jung kauft alt gesprochen. Das ist etwas, was es schon gibt, was wir gerne stärken wollen. Und es gibt auch in der BEG Sanierungsförderung da einen großen Anreiz, dass man jetzt schon sagt, ja, ich erwerbe. Und mein Ziel ist es, mit den Modellen, die wir entwickeln werden für die Eigentumsförderung, das ist eine feste Verabredung, Sie haben den Koalitionsvertrag erwähnt, dass wir da auch einen Schwerpunkt setzen auf die Sanierungsförderung. Ein weiterer Punkt, den wir umsetzen werden, ist die Anhebung der linearen Abschreibung von 2 auf 3%. Und ich denke, es ist Ihnen sicherlich auch nicht entgangen, dass der Kollege Christian Lindner gerade sehr intensiv dabei ist, mit den Ländern darüber zu sprechen, wie sich die Grunderwerbsteuer so entwickelt, wie Sie das auch angedeutet haben, dass die Länder in der Lage sind, auch differenzierte Hebesätze zu machen. Es ist ja so, die meisten Menschen bauen sich nur ein einziges Mal in ihrem Leben ein Haus. Und da kann man dann darüber auch nachdenken, einen anderen Grunderwerbsteuerhebesatz zu nehmen. Wichtig ist, und das war gestern, viele von Ihnen waren ja auch dabei beim Tag der Bauindustrie, dass wir jetzt reagieren auf die Baukostensteigerung. Und es ist natürlich nicht denkbar, dass wir sämtliche Baumaterialien subventionieren, aber wir müssen überlegen, wie wir in dieser Situation dämpfend auf die Baukosten einwirken können. Und da ist ein wichtiger Punkt die ganze Frage der Modernisierung der Bauindustrie. In 10 Jahren werden Baustellen anders aussehen, mit weniger Fachkräften und mehr Technisierung, mit mehr Digitalisierung, und wir werden natürlich mit anderen Baumaterialien arbeiten. Ein wichtiger Punkt auch zur Kostendämpfung ist die ganze Entwicklung serielles Bauen, modulares Bauen, typisiertes Bauen. Und ja, das sieht dann auch schön aus. Ja, das kann man auch mit nachhaltigen Materialien machen. Und nein, das sieht nicht aus wie in den 70er Jahren. Und ich lade alle dazu ein, dass wir gerade in diesem Punkt auf die Länder zugehen. Sie wissen, die Bauordnung, das ist 16 Mal unterschiedlich in Deutschland. Wenn Sie wirklich Kosteneinsparungen mit typisierten Bauen machen, dann muss es natürlich möglich sein, denselben Bautyp von Hamburg bis nach München zu bauen. Da werden wir mit den Kollegen in den Ländern sprechen müssen. Ich habe Sie auch eingeladen im Bündnis für bezahlbares Bauen. Und ich würde mich auch sehr freuen, Herr Dr. Lutschak, wenn ich dann auch auf Sie zugehen könnte, auf die Unionsfraktion, dass wir die wesentlichen Bestimmungen der Bauordnung dann auch in Deutschland vereinheitlichen, um die Bauindustrie von unnötiger Bürokratie zu entlasten. Herzlichen Dank für den Grund der Debatte. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Marc Bernhard. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Mieten sind ganz oben und das Vertrauen in die Regierung ganz unten. Ein halbes Jahr Ampelregierung hat genügt, um den Traum vieler Menschen von den eigenen vier Wänden gründlich zu zerstören. Im Januar haben Sie von der Regierung die KfW-Förderung von heute auf morgen ohne irgendeine Vorwarnung eine Woche vor dem offiziellen Ende einfach gestoppt und damit viele tausend Familien die eigenen vier Wände gestohlen. Menschen, die bereits viele 10.000 Euro in Architektenpläne, Energieberater, Grundstückskauf, Baugenehmigungen, Grunderwerbsteuer, Notarkosten und so weiter bezahlt haben und sich auf ihr Förderversprechen verlassen haben. Viele von diesen Menschen stehen jetzt wegen dieser Regierung mit vielen tausend Euro Schulden da, ohne Hoffnung, sich die eigenen vier Wände noch leisten zu können. Und diejenigen, die es sich noch leisten konnten, für viele weitere 1.000 Euro die Baupläne und die energetische Planung so zu ändern, dass sie ihrem neuen Förderprogramm nach KfW-40-Standard entsprechen, haben sie nun endgültig am Boden zerstört. Indem sie ihr neues Förderversprechen nach gerade mal
3 Stunden ohne jegliche Vorwarnung gestoppt haben. Sie haben also innerhalb kürzester Zeit das Vertrauen und damit den Traum von den eigenen 4 Wänden für viele Menschen ruiniert. Und jetzt wollen gerade ausgerechnet Sie von der Union, die in der Vorgängerregierung dieses ganze Desaster mitverursacht hat, angeblich den Traum von den eigenen 4 Wänden ermöglichen. Schön ist, dass Sie dafür den AfD-Antrag aus dem Jahr 2018 offensichtlich gelesen und vieles Richtige daraus abgeschrieben haben. Was Sie damals als Regierung abgelehnt haben, wollen Sie also jetzt angeblich selber umsetzen. Ihre Scheinheiligkeit geht aber noch weiter. Denn natürlich ist es richtig, dass die Grunderwerbsteuer, wie von uns seit Jahren gefordert, gesenkt werden muss, ganz besonders für junge Familien. Aber es waren doch gerade Sie von der Union, die die Grunderwerbsteuer immer weiter in die Höhe getrieben hat. So hat bereits die unionsgeführte Regierung unter Helmut Kohl bereits 1997 die Grunderwerbsteuer von 2 auf 3,5% erhöht. Und es war die unionsgeführte Regierung unter Angela Merkel, die es 2006 den Bundesländern ermöglicht hat, die Grundsteuer selbstständig weiter zu erhöhen. Und die Erhöhungen sind natürlich postwendend auch gekommen. Und besonders peinlich, muss ich schon mal sagen, für Ihren Antrag ist aber, dass gerade die CDU-regierten Länder Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein heute den höchsten Grunderwerbsteuersatz in Deutschland haben, nämlich 6,5%. Wenn Sie also die Menschen wirklich entlasten wollen würden, dann hätten Sie doch 16 Jahre dafür Zeit gehabt. 16 Jahre nichts gemacht. Und in den von Ihnen regierten Ländern könnten Sie immer noch sofort handeln und die Grunderwerbsteuer auf 3,5% senken. Dass Sie das nicht tun, daran sieht man, dass es sich bei Ihrem Antrag um nichts anderes als einen billigen Schaufensterantrag ohne jegliche Substanz handelt. Die Deutsche Bundesbank stellt fest, dass das größte Hindernis für die eigenen 4 Wände die hohen Grunderwerbsteuern in Deutschland sind. Und deren Höhe ist die direkte Folge der Unionspolitik der letzten Jahre. Die CDU ist also das größte Hindernis für den Traum von den eigenen 4 Wänden hier in Deutschland. Und das sieht man auch ganz klar und deutlich bei den Wohnungsbaukosten. In 16 Jahren Merkel sind die Kosten des Wohnens durch unzählige komplizierte Bauvorschriften und energetische Vorgaben geradezu explodiert. Teure Heizungsanlagen, extreme Wärmeschutzverglasungen, zweifelhafte Dämmvorschriften, die einen regelrechten Dämmwahn ausgelöst haben. Über 500 Milliarden Euro Styropor wurden auf deutsche Häuser geklebt, ohne dass es laut deutschem Wirtschaftsinstitut irgendeinen Nutzen gehabt hätte. Wenn die Union jetzt in ihrem Antrag die von ihr selbst eingeführten kostentreibenden Anforderungen angeblich senken will, dann ist es nichts als blanker Hohn. Tatsache ist, dass ein neu gebauter Quadratmeter in Deutschland an Wohnfläche heute im Schnitt 3.400 Euro kostet und das Ganze zu einer Kaltmiete von mindestens 13,50 Euro führt. Und das können sich eben 80% der Menschen in unserem Land nicht leisten. Deutschland hat also ist nicht ohne Grund Schlusslicht in Europa, was die Wohneigentumsquote betrifft, sondern die Deutsche Bundesbank stellt klar fest, dass die Wohnungspolitik der Regierung dafür verantwortlich ist, dass unsere Wohneigentumsquote die niedrigste in ganz Europa ist. Nämlich gerade mal 45%, während der europäische Durchschnitt deutlich über 70 liegt. Wir wollen Deutschland von einem Land der Mieter zu einem Land der Eigentümer machen. Und darum fordern wir erstens, alle kostentreibenden Bauvorschriften müssen auf ein erträgliches Maß reduziert und Kostentreiber eliminiert werden. Zweitens, die Abschaffung der Grundsteuer. Das wäre nämlich eine sofortige Entlastung für jeden Haushalt in unserem Land von 400 bis 500 Euro pro Jahr. Drittens, eine generelle Absenkung der Grunderwerbsteuer auf 3,5%. Und viertens, eine komplette
Grunderwerbsteuerbefreiung für die ersten selbstgenutzten eigenen vier Wände. Und liebe Kollegen von der Union, es macht doch einfach viel mehr Sinn, den Anträgen der AfD gleich zuzustimmen, statt sie erst abzulehnen und dann hier als Plagiat wieder einzubringen. Herzlichen Dank. Ich komme kurz zurück zu Tagesordnungspunkt 27. Die Zeit für die namentliche Abstimmung ist gleich vorbei. Ich möchte daher fragen, ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das noch nicht abgestimmt hat? Das sieht nicht danach aus. Dann würde ich die Abstimmung jetzt schließen und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer. Ah, Moment, einer rennt noch oder zwei. Dann warten wir das noch kurz ab. Und dann rufe ich aber in der Zeit die nächste Rednerin auf für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Dr. Sandra Detzer. Ja, sehr verehrte Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Wohnen ist so viel mehr als ein Dach über dem Kopf. Und wo und wie wir wohnen, entscheidet darüber, ob wir uns als Teil dieser Gesellschaft fühlen, ob wir Wurzeln schlagen und ja, ob wir uns frei fühlen. Und nein, der Markt regelt leider nicht die Versorgung mit bezahlbarem, klimafreundlichen und sozial durchmischten Wohnraum alleine. Das ist die bittere Erkenntnis aus den Deregulierungsfehlern der 1990er Jahre, der Rückzug des Bundes damals aus der Wohnraumförderung oder auch der Verkauf der kommunalen Wohnungsgesellschaften, die wir gesehen haben. Sie haben dazu geführt, dass der Wohnraummangel heute eine der sozialen Fragen unserer Zeit ist. Und darum ist es genau richtig, dass die Ampelkoalition die Wohnraumspolitik ins Zentrum ihrer Politik stellt. Und ja, dabei ist natürlich die Bedeutung der grauen Energie im Gebäudesektor ganz enorm. Und wenn wir uns jetzt gemeinsam auf den Weg gemacht haben Richtung Klimaneutralität, dann ist es auch ganz entscheidend, dass wir in Zukunft klimafreundlich bauen und klimafreundlich sanieren. Und genau dieses Problem adressiert doch jetzt die neue KfW-Förderung der Bundesregierung für effiziente Gebäude. Es ist so, dass jetzt ab dem 20.04. eben die neuen Anträge für das KfW-Programm 40 gestellt werden konnten, nachdem das Programm eben nicht von der alten Regierung ausfinanziert worden ist. Und das war das Problem, das wir jetzt hatten. Es ist umgehend adressiert worden, und deswegen sind wir jetzt in dem zweiten Schritt des Programmzykluses. Jetzt können Anträge gestellt werden, die auch die Kriterien für nachhaltiges Bauen erfüllen. Und da ist eine ganz wichtige Weiterentwicklung jetzt drin, weil ich denke schon, dass wir uns hier in diesem Hause unter Demokratinnen und Demokraten einig sind, dass wir genau da natürlich reingehen wollen mit der staatlichen Finanzierung, wo die wertvollen Steuereuros auch den größten Effekt haben. Und genau das ist jetzt in dem Fall vorhanden. Ab 2023 dann werden wir ein neues, umfassendes Programm mit dem Titel Klimafreundliches Bauen auflegen, mit dem besonders auch die Treibhausgasemissionen über den kompletten Lebenszyklus eines Gebäudes stärker im Fokus sind. Und ich glaube, da werden wichtige Schritte gemacht, um eben auch den Bausektor in die Klimaneutralität zu integrieren. Liebe Union, Sie sehen die guten Ideen in Ihren Anträgen, die haben wir in der Umsetzung. Die schlechten werden wir auch weiter den Bürgerinnen und Bürgern ersparen. Und ich glaube, eins zeichnet diese Förderpolitik aus der Ampel. Wir verbinden die Anreize mit der Ambition. Herzlichen Dank. Ich komme jetzt noch mal zurück zu Tagesordnungspunkt 27, zur namentlichen Abstimmung, die ich jetzt schließen werde. Und ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen. Zu dieser Abstimmung liegen mehrere Erklärungen zur Abstimmung nach § 31 unserer Geschäftsordnung vor. Und das Ergebnis der Abstimmung werde ich später bekannt geben. Wir fahren jetzt weiter in der Tagesordnung zu Zusatzpunkt 5. Nächster Redner für die Fraktion Die Linke ist Christian Leier. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren!
Das ist ja heute schon ein seltsamer Anlass. Da bemüht die Union den Jahreswirtschaftsbericht, weil ein vollkommen überlaufenes Bauförderprogramm gestoppt wurde, das noch aus ihrer eigenen Amtszeit stammt. Ich meine, Sie reden über Häuselbau. Und wenn, sagen wir mal, eine Facharbeiterfamilie ein Häuschen baut, dann wollen wir ja auch, dass die Sicherheit dabei haben. Aber bei dem Programm, über das wir heute reden, waren 75% der nicht genehmigten Anträge Anträge von Unternehmen und eben nicht von Menschen, die den Traum von den eigenen vier Wänden haben, wie es in Ihrem Antrag heißt. Und meine Kollegin Karin Ley schaut der Immobilienwirtschaft genau auf die Finger. Und da stellt sich für uns die Frage, wie viele Millionen von Euro sind eigentlich aus diesen Fördertöpfen in Wohnungskonzerne wie Vonovia geflossen? Weil ich glaube nicht, dass hier jemand dort wohnt. Spaß macht das nicht, das kann ich Ihnen sagen. Und dann spielt die Union heute den Rächer der Arbeiterklasse, und das ist schon ein dickes Ding. Und sie geben dann der Ampel die Schuld, weil die hat das Programm ja gestoppt. Und als neuer Abgeordneter denkt man sich da manchmal, hier hätte die Union in den letzten Jahren mal im Kanzleramt gesessen, dann hätten wir viele Probleme heute nicht. Union, ich hatte da jetzt eine geheime Botschaft an Sie versteckt in diesen Worten. Haben Sie die gefunden? Sie haben die gefunden. Okay, dann zur Ampel. Weil die drängenden Probleme werden ja auch von Ihnen nicht angegangen. Wir bräuchten 6,3 Millionen Sozialwohnungen. Wir haben aber gerade mal noch 1 Million Sozialwohnungen. Das ist ein historischer Tiefstand. Und dann werden Energiehäuser mit 18 Milliarden Euro gefördert. Und durch eine Anfrage von meinem Kollegen Pascal Meiser wissen wir, dass Sie nicht wissen, wie viel davon eigentlich sozialer Wohnungsraum war. 18 Milliarden Euro gibt es für Energiehäuser und für den sozialen Wohnungsbau gibt es 2 Milliarden. Aber eine davon heißt Klimamilliarden, weil die Grünen sind mit an Bord. Und Ampel, da war jetzt eine versteckte Botschaft für Sie drin. Ja, ich sag das, weil ich bin ja eher so der subtile Typ, ne? So, und dann mal Klartext. Wenn wir hier schon mit dem Jahreswirtschaftsbericht so großes Ballett tanzen, dann sollte man sich auch um die großen Fragen kümmern, die die Menschen da draußen beschäftigen. Und das ist nun mal eine Energiepreiskrise und das ist eine Inflation, die den Menschen den Boden unter den Füßen wegzieht. Die Menschen zahlen bei jedem Wocheneinkauf dick obendrauf und sie haben Angst vor der nächsten Heizkostenabrechnung. Und darum muss es doch hier gehen und nicht um die Interessen der Bauwirtschaft, sondern um die Interessen der Menschen, die uns gewählt haben, meine Damen und Herren. Und der Punkt ist der, es gibt im Moment genügend Gas. Es liegt also nicht am mangelnden Angebot. Nein, es werden ja sogar noch Gasvorräte angelegt und trotzdem steigen die Preise. Und da will ich Ihnen noch einen subtilen Hinweis geben, nämlich geht es dabei um die Energiebörse. Anfang des Jahres brach der wichtige Gasterminkontrakt Dutch TTF plötzlich um die Hälfte ein. Und warum? Weil es Aussichten auf gutes Wetter gab. Wegen einer verdammten Wetterprognose bricht ein wichtiger Gasterminkontrakt um die Hälfte ein. Ja, was glauben Sie, was an der Börse los ist, wenn dann ein Krieg ausbricht? Und deswegen sagen wir, Spekulationen dort müssen verboten werden. Das funktioniert nicht in einer Energiepreiskrise. Und deswegen schlagen wir als Linke vor, dass es zu einer staatlichen Kontrolle von Energiepreisen kommt, dass der Staat kontrolliert, was sind eigentlich die Erzeugerkosten, was sind die Produktionskosten und dass Spekulationen und Krisengewinne verboten werden. Und wissen Sie auch warum? Weil Energie zur Daseinsvorsorge gehört. In unserer Gesellschaft kann niemand ohne Energie leben oder kennen Sie jemanden? Und weil Energiepreise die Inflation treiben, und zwar doppelt, einmal durch Öl, Gas und Strom und einmal, weil in allen anderen Produkten Energie ja drinsteckt. Und deswegen sagen wir, das Recht auf Profite und das Recht auf Krisengewinne von einigen wenigen ist nicht höher als das Recht von allen anderen auf ein Leben ohne Angst vor dem Ende des Monats. Dankeschön. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich grüße Sie alle herzlich am Freitagvormittag und erteile sofort das Wort Daniel Föst für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Ministerin, werte Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege Haye, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Union nicht großes Ballett tanzt mit dem Wirtschaftsbericht. Die trampelt unbeholfen durch den Raum. Und das ist ja auch der Punkt. Ja, Millionen Menschen haben den Traum vom Eigentum. Das ist ein gelebtes Aufstiegsversprechen, es ist eine Lebensleistung. Wohneigentum schafft Sicherheit, schützt vor Altersarmut. Nicht nur die Generationen, die es erreicht, sondern auch Generationen darüber hinaus. Und vielleicht noch eine wichtige Information an den eher linksorientierten Teil dieses Plenums.
Wohneigentum schließt die Vermögensverteilung. Es ist sozial gerecht. Und deswegen ist es für uns Freie Demokraten völlig außer Frage. Wir wollen Deutschland zu einer Eigentümernation machen. Aber auf dem Weg dahin, muss man ja feststellen, ist noch viel zu tun. Herr Lukczak, Sie wissen, die Eigentumsquote in Deutschland stagniert. Und trotz des von Ihnen gefeierten Kindergelds ist sie zuletzt gesunken. Gleichzeitig steigen die Preise, gleichzeitig sinkt das Angebot. Also es gibt guten Grund, dass Sie hier das thematisieren, das Thema Wohneigentum, weil wir natürlich großen Wunsch haben, aber einige Probleme. Und da finde ich es wirklich beeindruckend, dass Sie das tun, obwohl Sie wissen, dass wir dann auch darüber reden, was Sie in den letzten 16 Jahren alles nicht gemacht haben. Und das ist fast ein selbstloser Zug. Weil wer hat Sie denn eigentlich aufgehalten, die KfW-Eigentumsförderung auszubauen? Wir kriegen das mit der SPD hin. Wer hat Sie denn aufgehalten, die Grunderwerbsteuerfreibeträge zu machen? Wir kriegen das mit unseren Koalitionspartner hin. Aber da muss man ehrlich sagen, wenn wir über Wohneigentum reden, und es ist wichtig, dass wir das thematisieren, dann müssen wir aber auch echt mal sagen, warum Deutschland da steht, wo sie steht. Und da muss man echt sagen, da hilft Ihr Antrag bei der Vergangenheitsbewältigung schon, beim Blick in die Zukunft nicht. Zwei Punkte muss ich aber gesondert rausnehmen, weil die haben mich ein bisschen schockiert. Also, Sie haben ja Ihre eigene Interpretation des Grunderwerbsteuerfreibetrags. Für jeden Erwachsenen 250.000 Euro, für jedes Kind 150.000 Euro. 1 Million Euro Grunderwerbsteuerfreibetrag für eine vierköpfige Familie. Glauben Sie ernsthaft, dass einer Ihrer Ministerpräsidenten, der Herr Wüst oder der Herr Söder, auch nur annähernd 1 Million Euro Grunderwerbsteuerfreibetrag ausreichen wird? Das ist ein Schaufensterwitz ohnegleichen. Was ich echt unanständig finde, ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen, aber dass Sie insinuieren, wir würden gegebene Förderversprechen nicht halten. Also das Baukindergeld, denen es bewilligt wird, sei unsicher. Ich finde das nicht nur erbärmlich, ich finde es unsäglich. Der deutsche Staat hält sich natürlich an die Verträge, die er abgeschlossen hat. Das Einzige, was überraschend kam, war das komplette KfW aus, das Sie ausgelöst haben. Und da muss ich zugeben, bei der KfW-Förderung haben wir tatsächlich in den ersten Monaten nicht optimal regiert. Ja, nein, es ist ja im Gegensatz zur Union, hilft ja Selbsterkenntnis beim Besserwerden. Sie haben sich 16 Jahre alles angeschaut, haben nichts gemacht und sind jetzt hier und schwingen große Reden. Also, ja, das erste Quartal bei der KfW-Förderung war nicht optimal. Aber jetzt läuft das Programm und die Vorarbeiten für ein neues Programm, dass sich auf die gesparte Menge CO2 konzentriert, dass technologieoffen ist, dass die Menschen mitnimmt. Das ist in Arbeit, das wird kommen. Und dann lösen wir auch den Zielkonflikt. CO2-Reduktion im Bestand, unbezahlbarer Wohnraum. Dafür werden wir eine komplett neue Fördersystematik aufbauen. Und so bringt man das Land voran. Ich muss natürlich noch mal zurückkommen zum Eigentum. Es ist wirklich wichtig, und danke, dass Sie es formuliert haben, Frau Ministerin, es ist wirklich wichtig, dass wir an die Baukosten rangehen. Was wir in den letzten Monaten, es sind ja nicht mal Jahre, was wir in den letzten Monaten gesehen haben an Baukosten, Baupreissteigerungen, ist absurd. Deswegen ist es dringend, und das erwarte ich auch vom Bauministerium, vom BMWSB, weil die alleine Existenz einen Unterschied machen muss. Deswegen ist es dringend, dass wir an die Baukosten rangehen. Wir brauchen den Baukosten-TÜV. Wir müssen digitalisieren, von der Planung über die Genehmigung bis zur Ausführung. Wir müssen entrümpeln alles das, was bremst. Time is money, Geschwindigkeit hilft. Und da ist viel zu tun, und das werden die Freien Demokraten vorantreiben mit dieser Regierung. Aber was wir jetzt allererst einmal, wo wir zielgenau ansetzen werden, letzter Satz, Frau Präsidentin, wo wir zielgenau ansetzen werden, ist bei der großen Hürde des Eigenkapital auf dem Weg ins Eigentum. Viele Familien kommen mit den Zinszahlungen einigermaßen zurecht, mit den Tilgungszahlungen. Aber das Eigenkapital ist ein Problem. Deswegen arbeiten wir an eigenkapitalersetzenden Darlehen, wie es im Koalitionsvertrag steht. Und wir arbeiten an der Grunderwerbsteuerfreibetrag. Und wenn Sie es ernst meinen mit Ihrer Wohneigentumsförderung,
Förderung, dann fangen Sie jetzt schon an, Ihre Länder zu überzeugen, dass Sie bei der Grunderwerbsteuer mitgehen, weil ohne die Länder wird der Traum vom Eigenheim nichts. Vielen Dank. Es waren jetzt relativ viele letzte Sätze, aber hielt sich noch im Rahmen. Viele Komma da, weiß ich nicht. Ich komme noch mal zurück zum Tagesordnungspunkt 27 und verlese Ihnen das Protokoll des von den Schriftführerinnen und Schriftführern ermittelten Ergebnisses der namentlichen Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses zu dem Antrag der Bundesregierung, Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte am Fähigkeitsaufbau der Europäischen Union im Sahel mit Schwerpunkt Niger, EUTM Mali. Drucksachen 2017-62 und 2018-79. Abgegebene Stimmkarten 657. Mit Ja haben gestimmt 551. Mit Nein haben gestimmt 105. Enthaltung 1. Die Beschlussempfehlung ist damit angenommen. Wir fahren fort in unserer Debatte und als nächster Redner bekommt Michael Kiesling von der CDU-CSU das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, ja, Herr Fürst, ein bisschen Märchenstunde war das schon. Wenn Sie sagen, Sie gingen das KfW-Förderprogramm auf die Reihe, hat man gesehen, also in der Vergangenheit hat man nichts gesehen. Die Förderpolitik, die Sie machen, hat nichts mit Fördern zu tun, das hat eher was mit Verhindern zu tun. Also schauen Sie es mal, dass Sie es hinkriegen. Und für den Haushalt 22 waren natürlich auch Sie beteiligt und letztendlich unser ehemaliger Finanzminister Olaf Scholz, muss man auch dazu sagen. Und es hätte auch die Sorge dafür tragen müssen, dass diese Lücke auch weitergeht. Also wenn man sich die Ampel anschaut, dann ist die sehr gut für eine Problembeschreibung, aber wenig in der Lösungskompetenz. Ich glaube, da müssen wir hinkommen. Und meine Damen, meine Herren, die Ampel ist für den Wohnungsbau zuständig. Und der Wohnungsbau steht momentan auf Dunkelrot. Da geht nichts voran. Wir haben einen Baustopp mit dieser Förderpolitik. Die Zahlen gehen zurück. Es wird nicht so gebaut, wie gebaut werden sollte im Bereich vom Klimaschutz, weil die Förderung ausbleibt. Und daran müssen wir doch arbeiten. Wir sind in einer Situation, wo wir steigende Baukosten haben, steigende Zinssätze haben, steigende Inflation haben, steigende Energiekosten haben. Und was passiert von der Ampel? Nichts. Keine Antwort im Bereich des Wohnungsbaus. Und deshalb haben wir diesen Antrag gestellt. Es geht einmal um den Eigentum natürlich zu fördern. Es geht auch darauf, auf die Baukosten entsprechend einzugehen. Und es geht auch darum, das Ganze klimaschonend zu tun. Was wir momentan sehen, die Förderpolitik oder besser gesagt die Nicht-Förderpolitik von Ihnen, das bezahlbare Wohnbauen, Klimaschutz, der Traum vom eigenen Heim und vor allem das Vertrauen in der Politik verloren geht. Und die selbstgenannte Fortschrittskoalition macht genau das Gegenteil. Sie sorgt nicht für den Wohnungsmarkt, dass der Dynamik reinkommt. Im Gegenteil, er wird momentan ausgebremst. Wer solche Entscheidungen trifft, meine Damen und Herren, in der Wohnungspolitik, der dreht auch das Quadrat bei Tetris. Anders gesagt, mit solchen Entscheidungen kommt der Bau in keinster Weise voran. Ja, ich hätte den subtilen Hinweis noch machen sollen vom Kollegen Ley, aber gut, sei mal dahingestellt. Wir brauchen Verlässlichkeit, wir brauchen Dynamik vor Ort, wir brauchen die Förderung für mehr Wohneigentum und letztendlich müssen wir auch auf die Baukostenexplosion eine Antwort finden. Sie haben gesagt, wir gehen in die Zukunft des Bauens, der Bau muss fortschrittlicher werden, alles gut und richtig. Wir müssen digitalisieren, auch richtig, haben wir auch auf den Weg gebracht in der letzten Legislaturperiode. Aber das hilft uns doch momentan nicht mit den Preisen. Wir brauchen doch jetzt auch kurzfristig eine Antwort und da fehlt die Antwort. Kann man sich vielleicht mal überlegen, kann man steuerlich was tun, kann man über Zuschüsse arbeiten? Wie schaffen wir, die Bauwilligen entsprechend zu entlasten, dass jetzt gebaut wird und dass Bauprojekte nicht verschoben werden? Wir brauchen die Baukapazitäten in der Baubranche und es hilft nichts, wenn Projekte auf die nächsten Jahre verschoben werden, meine Damen und Herren. Da schaffen wir nicht mehr Wohnraum. Und was wir brauchen Investitionsbedingungen, die funktionieren. Sonderabschreibung für energieeffiziente Wohngebäude. Wir brauchen die Anreize. Das war interessant, die Kollegin von den Grünen, dass sie fördern und wie war der Begriff fördern und was hatten Sie gesagt? Fördern und unterstützen. Aber das Unterstützen, glaube ich, ist dann bei Ihnen.
Ja, ich habe mir aufgeschrieben, ich habe es vergessen, ich gebe es offen zu. Aber der Punkt war ja, dass Sie sagen, Sie fördern ambitioniert. Genau, Sie fördern ambitioniert. Aber die Ambitionen bei Ihnen ist ja vermutlich das Ordnungsrecht. Wie schaffe ich die Leute dann dazu, entsprechend, sagen wir, diese Forderung, die Sie auf den Weg bringen, auch umzusetzen? Und ich glaube, wir müssen Anreize schaffen. Die Leute müssen mitgenommen werden zu bauen. Und wenn wir sehen, welche Sanierungsquoten das wir haben, wir schreiben auch in unseren Antrag, wir brauchen beides. Wir brauchen den Neubau, wir brauchen auch das Bauen im Bestand, die Bestandsnutzung. Und da ist doch der Punkt, wenn die Leute gezwungen werden, was zu tun, wenn die Preise steigen und wir keine Förderung haben, dann hilft auch das Ordnungsrecht nicht, weil dadurch wird nicht mehr Wohnraum geschaffen. Meine Damen und Herren, schauen Sie sich den Antrag nochmal an. Nehmen Sie die Punkte raus, wenn Sie nicht unterstützen können. Ich glaube, es sind viele gute Punkte dabei, um Wohnraum zu schaffen, Eigentum zu schaffen und auch bezahlbares Wohnen, Mieten im Eigentum entsprechend zu ermöglichen. Herzlichen Dank. Und jetzt erhält das Wort Bernhard Dahldrup für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die CDU-CSU sagte des Öfteren, wir sollten uns nicht davon distanzieren, dass wir auch 16 Jahre lang gemeinsam regiert haben. Ich will das auch gar nicht tun und deswegen will ich das mal am Beispiel, am Beispiel Ihres Antrags an ein paar Stellen deutlich machen. Fangen wir vielleicht mal mit der Ministerin an. Uli Lange hat vorgestern getwittert, wo ist die Ministerin? Also heute ist sie auf der Regierungsbank, gestern war sie am Tag der Bauwirtschaft, vorgestern habe ich sie bei der Bauingenieurkammer getroffen und so könnte ich weitermachen bei den Mieterverbänden, bei der Wohnungswirtschaft. Diese Ministerin sucht den Dialog, gibt eigene Akzente, motiviert und das ist einer der Unterschiede zu ihrem Vorgänger, der war, glaube ich, so eine Art Phantom der Baupolitik. Jedenfalls gesehen war er nicht. Zweiter Unterschied. Ihr Antrag trägt den Titel, den Traum von den eigenen vier Wänden verwirklichen, geht um Eigentumsförderung. Das ist in Ordnung. Herr Lutschak, Rumänien hat die höchste Quote, die Schweiz, glaube ich, die geringste. Wenn man das diskutiert, wissen Sie genau, Quote allein macht es nicht. Sondern es geht darum, dass man sozusagen nicht nur für diejenigen, die Eigentum schaffen wollen, das wollen Sie, das wollen wir auch, aber wir wollen uns um alle kümmern, die bezahlbaren Wohnraum kriegen. Das ist der zweite Unterschied zu der Vergangenheit. Für Sie sind Mieterinnen und Mieter die Nutznießer als Folge der Eigentumsbildung, sozusagen als Sickereffekt. Aber das wird der Herausforderung heute nicht gerecht. Das sage ich deutlich. Dritter Punkt. Baukindergeld, wir haben das mitgetragen. Ich habe es manchmal mehr verteidigt als Leute von Ihnen. Fragen Sie mal Kai Wegner. Fragen Sie mal. Wir wollten auch etwas für die Eigentumsbildung in den Städten tun. Kauf von Genossenschaftsanteilen, damit man sich in der Stadt das Wohnen auch leisten kann. Gescheitert? Nicht an der SPD, nicht am BMF, am Haus Seehofer ist es gescheitert. Und jetzt im Haushalt wird es drin sein. 6 Millionen, damit geht's los. Ankauf von Genossenschaftsanteilen, Förderung, Eigentumsbildung. Stimmen Sie zu. Vierter Punkt, KfW-Förderung. Ja, das ist ein kompliziertes Thema. Daniel Föst hat dazu einiges Kritisches, auch Selbstkritisches gesagt. Aber ich will mal vielleicht eins sagen. Die Ankündigung, die löste eine Antragsflut aus. Das ist in der Tat wahr. Das war die Ankündigung von Peter Altmaier. Aber davon mal abgesehen, will ich Ihnen das noch mal vergegenwärtigen, was man hätte tun müssen. 2019 86.000 geförderte Wohneinheiten, 2020 197.000 geförderte Wohneinheiten, 2021 362.000 geförderte Wohneinheiten. Und das bei einem Programm, das mit 5 Milliarden beginnt und mit 16 Milliarden aufhört. Da könnte man als Verantwortlicher mal auf die Idee kommen, man muss da was steuern. Wer war da verantwortlich? Genau, Horst war verantwortlich und Peter waren verantwortlich. Und die beiden, was haben sie gemacht? Gegen den Ruf, gegen die Warnungen vom BMF, nichts haben sie gemacht. Und das, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, das ist nicht Sinn eines solchen Programms. Eines Markteinführungsprogramms, das dann degressiv gestaltet werden muss, da wird mir sogar Herr Merz zustimmen, bin ich von überzeugt. Der Sinn der Förderung war nämlich in erster Linie ein klimapolitischer und ein technologischer und nicht einfach die ungesteuerte Eigentumsförderung bis zum Penthouse. Das war nicht Sinn der Sache. Und die Anschlussförderung, die jetzt ja, das haben Sie beklagt, in 3 Stunden weg war, ist doch kein Zeichen von Attentismus.
die ist doch ein Zeichen dafür, dass Akzeptanz und Wirksamkeit, dass die Bereitschaft, klimapolitische Neubauförderung zu machen, ankommt. Und das müssen wir fortsetzen. Und das haben wir in der neuen Förderung dargestellt. Und das fehlt bei Ihnen. Ich glaube, dass das so sein wird. Ich komme zurück zur Eigentumsförderung. Grunderwerbsteuer. Höhe könnte man ja in den Ländern einfach senken. In Ihren Ländern passiert das genauso wenig wie in den anderen. Könnte man machen. Aber ich will das noch mal sagen. Daniel hat es aufgegriffen. Das, worüber Sie reden, macht 8 Milliarden jedes Jahr weniger Einnahmen für die Länder aus. Und da bin ich mal gespannt, ob Sie das Platz seit Ihrer Ministerpräsidenten kriegen. Übrigens, diese Grunderwerbsteuereinnahmen nutzen die Länder zur Unterstützung und Förderung von Eigentumsmaßnahmen in den Ländern. Wollen Sie vielleicht nicht mehr? Kann ja sein. Also, wir haben das jetzt in den Fokus genommen und wir haben es mit einer Gegenfinanzierung verbunden, Share Deals. Also, wir wollen sozusagen, dass nicht nur die Kleinen entlastet werden, sondern die Großen auch belastet werden. Und Sie wollen auch die Kleinen entlasten, aber Sie wollen die Allgemeinheit belasten und die Großen laufen lassen. Das wollen wir nicht. Wieder ein Unterschied. Viele Ihrer Forderungen, die in dem Papier stehen, sind in unseren Koalitionsvertrag enthalten. Ich mache nicht die Nummer auf 16 Jahre, aber ich bitte um Entschuldigung, dass in 150 Tagen noch nicht alles abgearbeitet und umgesetzt ist. Das gebe ich freimütig zu. Das ist so. Eins nach dem anderen. Aber wir machen das schon. Wir werden uns auch mal mit den Indexmieten beschäftigen, damit man das kleine Eigentum, das die Menschen haben, dass das verfügbare Einkommen nicht noch mehr weggefressen wird. Habe ich keinen Vorschlag von Ihnen zu gesehen. Es ist nicht die Zeit, auf alle steuerlichen Maßnahmen einzugehen, würde ich gerne tun, aber das klappt nicht mehr. Aber ich will zwei Sachen sagen, die Sie vergessen haben. Erstens, Sie haben zu der größten Blockade der Eigentumsbildung nichts gesagt. Das sind die explodierenden Bodenpreise. Nichts kommt dazu von Ihnen. Zweitens, wir verdreifachen die soziale Wohnraumförderung. Diese soziale Wohnraumförderung trägt zu einem Drittel zu Eigentumsmaßnahmen in den Ländern. 30.000 sind es gewesen, 11.000 Eigentumsmaßnahmen. Das möchten Sie offensichtlich in der Form auch nicht. Und deswegen sage ich mal Ihnen, Sie sind im Grunde genommen in der Opposition noch nicht auf dem Erneuerungsprozess angekommen. Die Erneuerung machen deshalb wir. Herzlichen Dank. Als nächstes erhält das Wort für Bündnis 90 Die Grünen der Kollege Kassem Taher Salo. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucherinnen und Besucher, schön, dass Sie auch hier sind, endlich nach den zwei harten Jahren. Um es gleich vorneweg zu sagen, Horst Seehofer und Peter Altmaier haben den Fokus auf die Förderprogramme komplett falsch eingeschätzt. Der Fokus lag auf klimaschädlichem Neubau statt auf der Sanierung. Aber jetzt, meine Damen und Herren, ist es wichtig, diesen gravierenden Fehler zu beseitigen und den Fokus endlich auf das Sanieren zu legen, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Genau das gehen wir jetzt auch an. Die meisten Gebäude, die 2045 unseren klimaneutralen Gebäudebestand formen werden, stehen schon heute. In einer gut durchdachten Gebäudeförderung müssen sich diese bereits gebauten Gebäude also unbedingt widerspiegeln. Dafür legen wir das ökologische Fundament, um diese Förderung angemessen, passend und zeitgemäß zu gestalten. Wir entwickeln die Neubauförderung und die Eigentumförderung bis zum Jahresende weiter. Und dabei lassen wir unsere Ideen einer ökologischen Bauwende mit einfließen. Das bedeutet Lebenszyklusbetrachtung, eine faire Gebäudeförderung und die Kreislaufwirtschaft. All das, meine Damen und Herren, werden in das neue Programm Klimafreundliches Bauen mit einfließen. Und ich wiederhole es gerne nochmal, meine Damen und Herren, das ist auch bitter nötig. Im Jahr 2021 hat der Gebäudesektor 115 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente emittiert. Das sind genau 115 Millionen CO2-Tonnen zu viel. Und Hauptverursacher dafür, dass wir diese Klimaziele im Gebäudesektor wiedermals verfehlt haben,
sind die zahlreichen unsanierten Gebäude in unserem Land. Und Hauptverursacher dafür, dass die nicht schon längst saniert sind, ist Peter Altmaier und Horst Seehofer. Die Folgen dessen sind gleichermaßen fatal für unser Klima und für die Menschen mit niedrigem Einkommen, die jetzt massiv von steigenden Energiepreisen besonders hart betroffen sind. Das Problem des vorliegenden Entschließungsantrags der CDU-CSU-Fraktion ist erstens, dass er vieles fordert, was wir bereits angepackt haben, und genau deshalb ist es auch ein Schaufensterantrag. Zweitens und wichtigstens ist, dass teilweise will die Union mit diesem Antrag in eine Fördervergangenheit zurück, die uns all heute aufgezeigten Probleme auch eingebrockt hat. Und daher, meine Damen und Herren, lehnen wir diesen Antrag entschieden auch zurück. Vielen Dank. Vielen Dank. Es erhält für die FDP-Fraktion der Kollege Konrad Stockmeier das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geehrte Kolleginnen und Kollegen, täglich grüßt das Murmeltier, nur dass sich der Pfiff diesmal wieder anhört, als ob es die Spatzen von den Dächern trällern. Denn, liebe Kolleginnen von der Union, das ist wieder ein Antrag, der nur darauf hinweist, was Sie in Ihrer Regierungsverantwortung nicht auf die Reihe gekriegt haben. Denn nämlich wirklich eine langfristig orientierte Wohnungsbauförderung aufs Gleis zu setzen, die effizientem Klimaschutz wirklich dient. Ganz kurzer Blick zurück, auch daran sei noch mal erinnert, alle Anträge, die bis zu diesem Stopp im Januar bei der KfW eingegangen sind, werden ja noch bearbeitet. Dafür sind sage und schreibe noch mal 5 Milliarden Euro mobilisiert worden. Und lassen Sie uns aber nun, anders als es in Ihrem Antrag geschieht, wirklich mal den Blick nach vorne richten. Und dabei wird klar, dass die Fördersystematik wirklich weiterentwickelt werden muss, sowohl aus technologischen und, das möchte ich betonen, aber auch aus fiskalischen Gründen. Denn nicht nur diesen, sondern auch viele andere Anträge aus Ihren Reihen durchziehen mittlerweile parteipolitisch gesprochen Fäden, die sowas von tiefrot schimmern, dass man sich nur noch wundern kann. Denn Sie schmeißen auch wieder in diesem Antrag mit Geld um sich, als ob es kein Morgen gäbe. Aber es gibt in diesem Land ein Morgen, in dem die Menschen energieeffizient, klimaschonend und bezahlbar wohnen können sollen. Und deshalb bringen wir, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, eine grundlegende Neuausrichtung der Fördersystematik auf den Weg, die sich, und das ist für uns Liberale besonders wichtig, auch technologieoffen an der jeweiligen Einsparmenge von CO2 orientieren wird. Denn eine wirklich gut gestaltete und auch in der Laufzeit definierte Förderung schafft Marktanreize und stärkt die Wirtschaftlichkeit der implementierten Lösungen. Und zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass es auch hier ein Thema ist, bei dem verschiedene Politikbereiche ineinandergreifen müssen, um das Problem zu lösen. Also beispielsweise Qualifizierung und auch qualifizierte Einwanderung, um den Fachkräftemangel zu überwinden. Die Ampelkoalition ist dran. Forschung, beispielsweise auch die Stärkung der Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die gerade im Baubereich sehr innovativ unterwegs sind. Die Ampel ist dran. Und beispielsweise auch die Vereinfachung von Vorschriften. Und da kann ich als Baden-Württemberger aus dem Wahlkreis Mannheim nur auf die Landesbauordnungen verweisen. Wenden Sie sich mal an Ihre Kolleginnen und Kollegen in Stuttgart. Da gibt es viel zu tun. Und was ist von all dem in Ihrem Antrag zu finden? Nichts. Und der Rückwärtsgewandtheit Ihres Antrages halte ich entgegen, was die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen jüngst in einer aktuellen Stellungnahme der Ampelkoalition mit auf den Weg gegeben hat. Ich zitiere mit Erlaubnis der Frau Präsidentin: Der Bundesregierung können wir nur zurufen, halten Sie Kurs, halten Sie den Druck aus und gehen Sie diesen Weg weiter. Wir brauchen die Umstellung auf die Zielgröße CO2 und die Lebenszyklusbetrachtung, um zielgerichtet planen, bauen, sanieren und Gebäude betreiben zu können. Dem schließe ich mich an. Vielen Dank.
Für die CDU-CSU-Fraktion erhält jetzt das Wort Anne König. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, sowohl Bauwillige als auch die Baubranche stehen derzeit vor drei großen Herausforderungen. Zum einen sind es die extremen Lieferengpässe von Baumaterial, zum anderen die explodierenden Energiepreise, die auch das Bauen massiv verteuern, und drittens ein Fachkräftemangel, der sich durch alle Segmente der Baubranche zieht. Und als ob das nicht noch auch schlimm genug wäre, hat dann die Ampel noch einen draufgesattelt mit dem Drama KfW-Förderstopp. Sie haben in der Tat ein Trauerspiel in drei Akten zustande gebracht. Der erste Akt beginnt am 24. Januar. In einer Hauruck-Aktion des Wirtschaftsministeriums wurde der sofortige KfW-Förderstopp für energieeffiziente Gebäude über die Homepage verkündet, was nicht nur ein Kommunikationsdesaster war, sondern zugleich ein schwerer Vertrauensbruch gegenüber Bauwilligen und vor allem gegenüber jungen Familien, die glaubten, dass ihre Finanzierung auf sicheren Füßen stehe. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, so geht man nicht mit der Lebensplanung junger Menschen in diesem Land um. Der Wirtschaftsminister versuchte sich daraufhin in Schadensbegrenzung. Er kündigte die Fortsetzung der Förderung, zumindest für den Standard EH40 beim Neubau, an. Es wurde also umdisponiert, neue Energieberater wurden beauftragt, neue Finanzierungen wurden abgeschlossen, natürlich jetzt zu schlechteren Bedingungen. Aber es folgte der zweite Akt des Dramas. Nach drei Monaten langen Wartens wurde innerhalb von drei Stunden die Neubauförderung für EH40 erneut gestoppt, da die 1 Milliarde Euro, die dazu zur Verfügung gestellt wurde, schon ausgeschöpft war. Reichen sollte das Geld ja eigentlich nicht nur für drei Stunden, sondern bis zum Jahresende. Diese kleine Fehleinschätzung oder katastrophale Fehleinschätzung, wie ich finde, des Ministeriums war für viele Betroffene ein echter Schlag in die Magengrube und ließ den Traum vom eigenen Heim endgültig zerplatzen. Und damit sind wir auch schon beim dritten Akt. Jetzt gibt es nur noch eine Neubauförderung in Kombination mit einem Qualitätssiegel für nachhaltiges Bauen, wiederum unter verschlechterten Förderbedingungen. Diese dürfen nur von Zertifizierungsstellen ausgestellt werden, von denen es genau drei in Deutschland gibt. Zudem ist dieses Verfahren extrem langwierig und kostspielig. Damit motivieren Sie gerade nicht zum klimafreundlichen Bauen, sondern Sie schrecken eher davon ab. Die von der Regierung Merkel eingeführten Förderprogramme haben dafür gesorgt, dass sich mehr Menschen für effiziente Gebäudesanierung entschieden haben. Wir haben damit einen ganz entscheidenden Beitrag für den Klimaschutz geleistet. Ihr Förderchaos führt dazu, dass sich weniger Menschen in Zukunft Energieeffizienz leisten können. Sie betreiben damit eine Politik gegen Effizienz und gegen Klimaschutz. Zudem sendet die Ampel ein fatales Signal für die Wohnungs- und Baubranche. Ihre Politik führt zu Auftragseinbrüchen für Mittelständler und Handwerker. Wenn fest eingeplante Zuschüsse wegfallen, werden nicht nur Privatleute, sondern auch Wohnungsbaugesellschaften ihre Baupläne verwerfen. Und Sie halten ganz trotzig an Ihrem Ziel, jährlich 400.000 neue Wohnungen zu bauen, aufrecht, aber tun zugleich eigentlich gar nichts dafür, dass das überhaupt noch funktionieren kann. Das an sich ja auch richtige Ziel der Klimaneutralität im Gebäudebestand bis 2050 rückt doch so auch immer in weiter entferntere Gegenden. Es reicht eben auch nicht aus, auf feierliche Erklärungen auf internationalen Klimakonferenzen abzuheben oder wohlklingende Bündnisse für bezahlbares Bauen auszurufen. Klimaschutz gelingt in erster Linie im Baubereich nur mit unseren Handwerkern, Bauunternehmern und Bauherren vor Ort, dies ganz konkret. Die Politik muss die Energiewende auch nicht alleine schultern, aber sie muss den Machern vor Ort zumindest Verlässlichkeit und Planungssicherheit geben. Beides leider Fremdworte für die Ampel. Es ist so. Die von Ihnen verursachte Stagnation in der Bauwirtschaft zieht in unserer Volkswirtschaft zwangsläufig noch weitere Branchen in Mitleidenschaft. Wir fordern Sie daher in unserem Antrag auf, reißen Sie das Ruder jetzt endlich herum und sorgen Sie wieder für die richtigen Rahmenbedingungen beim Bauen und Sanieren in Deutschland. Wenn eine steigende Inflation Investieren teurer macht, dann benötigen die bauwilligen jungen Familien, aber auch die Bau- und Wohnungsbranche die Unterstützung des Staates jetzt in besonderem Maße.
Mit unseren Anträgen liefern wir Vorschläge, die das von der Ampel verursachte Desaster abmildern können. Wir bieten Ihnen damit einen Ausweg aus Ihrer Tragödie. Sie müssen lediglich dafür unseren Anträgen zustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und es folgt für die SPD-Fraktion die Abgeordnete Melanie Wegling. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Tribünen. Die Union verspricht den Traum der eigenen vier Wände. Der Titel des Antrages mag ja eigentlich ganz gut scheinen, aber leider eben nur auf den ersten Blick. Gehen wir mal in die Details. Sie schreiben, dass Sie den Erwerb von Immobilien für Familien mit geringem und mittleren Einkommen fördern wollen. Das klingt ja zunächst auch mal ganz gut. Aber mal ehrlich, wo können sich Geringverdiener überhaupt noch Wohneigentum leisten? Ihnen ist schon klar, dass für viele Familien ohne den Ausblick auf eine Erbschaft ihr sogenannter Traum ein echter Kampf, wenn nicht sogar völlig utopisch ist. Wie hoch müsste denn da die Förderung des Staates sein, um diese Familien zu erreichen? Das ist Augenwischerei. So eine Förderung kommt nur Spitzenverdienern zugute. Und das ist wahrscheinlich auch der ganze Sinn und Zweck dieses Antrages. Schauen wir uns das mal genauer an. Eine Erzieherin im Anerkennungsjahr verdient monatlich so circa 1.500 Euro brutto. Damit gehört sie in meinem Bundesland Hessen gerade so noch zu den Menschen, die eine geförderte Mietwohnung beantragen können. Und die Union will ihr jetzt aber ein Eigenheim anpreisen. Das ist doch zynisch und vollkommen an der Realität vorbei. Aber bekäme sie bei mir in Hessen überhaupt eine geförderte Wohnung? Wahrscheinlich nicht. Denn in Hessen sind die Sozialmietwohnungen über die letzten 10 Jahre um 35% zurückgegangen. Das ist doch die eigentliche Baustelle. Und wer stellt ja gleich noch mal den Ministerpräsidenten? Die antragstellende Fraktion. Es ist immer leicht, mehr Mittel vom Bund zu fordern, aber es muss dann halt auch in den Ländern geliefert werden. Menschen mit geringem Einkommen brauchen bezahlbaren Wohnraum und keine Luftschlösser in Form von Unionsanträgen. Aber zurück zu genau diesem Antrag. Sie wollen mehr Bauland auf Brach- und Konversionsflächen gewinnen. Ist Ihnen bewusst, dass es in Ballungsräumen, also dort, wo auch die Arbeitsplätze für die angesprochenen Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen sind, so gut wie gar keine Brachflächen gibt? Kommunale Diskussionen beschäftigen sich mittlerweile längst mit der Frage, inwieweit man Flächen versiegeln kann bzw. darf. Hier mal die Abwägung zwischen der Nachfrage nach Wohnraum einerseits und der Lebensqualität andererseits nur als Stichwort. Angeblich also vorhandene Flächen mit staatlich geförderten Einfamilienhäusern zuzupflastern, die dann auch noch für die vorgegebenen kleinen und mittleren Einkommen völlig unerreichbar sind, ist nicht nur realitätsfern, sondern auch unaufrichtig. Ihren Antrag aus diesen Gründen abzulehnen, ist ganz einfach, aber ich möchte auch darauf eingehen, was wir stattdessen tun werden. Die Ampelregierung setzt sich dafür ein, dass es wieder mehr Sozialwohnungen gibt. Wir wollen den Abbau des Sozialwohnungsbestandes bremsen und umkehren. Deshalb werden wir den sozialen Wohnungsbau der Länder bis 2026 mit einer Rekordsumme von 14,5 Milliarden Euro fördern. Darin sind auch die Mittel für das Bund-Länder-Programm für studentisches und für auszubildenden Wohnen ab dem Programmjahr 2023 enthalten. Schon dieses Jahr packt die Ampel 2 Milliarden Euro in den sozialen Wohnungsbau, davon 1 Milliarde Euro in den klimagerechten sozialen Wohnungsbau. Das klingt für mich doch schon viel eher nach sinnvoll investiertem Geld. In diesem Sinne packen wir es an. Vielen Dank. Als nächste Rednerin folgt für Bündnis 90 Die Grünen Christina Johanne Schröder. Liebe Union, Sie haben ja jetzt ein paar verbale Vorschlaghammer rausgeholt und die möchte ich jetzt doch zum Ende der Debatte noch mal einordnen. Also erstmal haben Sie die Ministerin extrem falsch zitiert, und zwar so falsch,
dass es einfach unwahr ist. Ministerin Geiwitz hat völlig richtig gesagt, dass nicht jede Generation so viel Fläche verbrauchen kann, dass sie ihre eigenen Eigenheime bauen kann, sondern dass die alten saniert werden müssen. Wir haben ja jetzt endlich wieder Gästinnen hier und debattieren nicht nur mit uns. Und die jungen Leute, die hier sitzen von den Schulen, haben auch ein Anrecht darauf, zu überlegen, was sie mit ihrer Fläche machen. Das geht aber nicht, wenn wir Deutschland zugebaut haben. Dann, Frau König, wenn eine Milliarde in 3 Stunden weg ist, dann war das ein, glaube ich, relativ erfolgreiches Förderprogramm. Das zeigt, wie wahnsinnig gut unsere Bauwirtschaft eben effizient Wohnraum schaffen kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir eben die Milliarden nutzen, um eine neue Förderung auf die Beine zu stellen. Und noch schlimmer. Erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der CDU-Fraktion? Von Herrn Lutschak, ja. Ja. Vielen Dank, Frau Kollegin, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben ja jetzt gerade auf die Bauwirtschaft rekurriert und dass sie ja so toll damit umgehen kann mit dem Programm. Da würde ich, wenn Sie erlauben, Ihnen mal ganz kurz ein Zitat aus einer Pressemitteilung des GdW vorhalten. Der GdW ist ja bekanntlich der Verband, die sozusagen die aus Ihrer Sicht sozusagen die guten Wohnungsunternehmen, die sozial aufgestellten Wohnungsunternehmen vertreten. Und dann will ich Ihnen das Zitat noch mal vorhalten. Dort wird formuliert, dringender denn je ist das Förderchaos beim klimaschonenden, bezahlbaren Bauen zu beenden. Planbarkeit ist Grundvoraussetzung für das Entstehen von neuem Wohnraum. Dafür ist eine wirksame, verlässliche Fördersystematik dringend notwendig. Das Fiasko rund um die KfW-Förderung hat jetzt schon Verzögerungen von bis zu 12 Monaten bei Bau und Modernisierung verursacht, die nicht mehr aufzuholen sind. Wenn man so etwas jetzt hört, ja, dann ist da doch ein gewisser Widerspruch zu dem, was Sie sagen, dass die Bauwirtschaft so toll damit umgehen kann. Richtig ist es doch, dass wir momentan einen riesigen Attentismus haben, dass 2/3 der Projekte momentan zurückgestellt werden, weil keiner genau weiß, was denn eigentlich die Förderbedingungen ab 1.1.2023 sein wird. Und da würde ich mich schon mal interessieren, wie Sie diesen Widerspruch eigentlich auflösen wollen. Genau. Also tatsächlich erstmal, ich differenziere zwischen Bau- und Wohnungswirtschaft. Also erstmal ist es total gut möglich, Klimaeffizienz auf dem KfW-40-Standard zu bauen. Und das nächste Problem ist total wahr. Der GdW sagt etwas völlig Wahres. Aber das Förderchaos, das haben wir ja nicht verursacht. Ich bin gerade angefangen, Wohnungs- und Baupolitik hier im Bundestag zu machen. Und das Erste, was ich getan habe, war eine unfassbare Krisenkommunikation. Weil über 10 Milliarden Euro in ein völlig überfördertes Programm gesteckt wurden und wir einfach als Haushaltgeber, denn dieses Parlament bestimmt den Haushalt, kein Geld mehr hatten. So. Und deswegen hat Minister Altmaier, das haben meine Kollegen schon mehrfach gesagt, während er noch regiert hat, dieses Förderprogramm gestoppt. Es hatte keine Steuerungswirkung mehr, es hatte wahnsinnig viel Steuergeld verschlungen und es hat ganz bestimmt nicht die Wirkung gehabt, Eigenheim zu fördern. Hin und wieder sicherlich mal, aber es ist eine Subvention der Wohnungswirtschaft gewesen. Es ist in Ordnung, aber Sie haben das Bundesförderprogramm für effiziente Gebäude dafür zweckentfremdet, Herr Dr. Lutscher. Genau. Wir machen das ja auch. Ich glaube, das haben alle meine Vorrednerinnen schon gesagt aus der Ampelkoalition. Eigentumsbildung ist uns wichtig. Wir werden aber die Förderung einmal komplett auf neue Füße stellen müssen. Denn das, was wir von Ihnen übernommen haben, das reicht einfach nicht. Wir wollen das 1,5-Grad-Ziel halten. Das sind wir der Generation, die dort oben sitzt, verpflichtet. Denn der Klimawandel bedroht ganz konkret den Traum vom Eigenheim. Das wissen alle, die in Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen von dem schlimmen Hochwasser betroffen waren im letzten Jahr. Die haben ihr Eigenheim, ihre Erinnerungen, ihre Rentenvorsorge, all das haben sie verloren durch den Klimawandel. Deswegen ist es wichtig, dass die Bundesförderung für effiziente Gebäude in Zukunft effiziente Gebäude fördert. Nicht nur den Neubau, sanieren.
Und es ist gut, dass wir das jetzt machen. Wir stellen die Bundesförderung für effiziente Gebäude neu auf. Wir machen eine Richtlinie für Förderung von Pilotprojekten der seriellen Sanierung. Wir machen eine Bundesförderung für Wärmenetze. Wir machen ein Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung. Und wir machen ein Aufbauprogramm und Qualifikationsoffensive für Wärmepumpe. Und dann klappt das auch mit dem klimafreundlichen Wohnen. Das ist aber nicht nur aus Bezahlbarkeitsgründen wichtig. Das ist eben auch wichtig, weil wir gerade eine große geopolitische Abhängigkeit haben. Vor explodierenden Gaspreisen wurde immer wieder gewarnt. Vor der hohen Abhängigkeit von Putins Gas im Wohnbereich wurde immer wieder gewarnt. Und dank Ihres Nichthandelns werden wir bis 2030 permanent die Klimaziele reißen, selbst wenn wir alle Ressourcen, die wir haben, jetzt in Effizienzförderung von Gebäuden stecken. Wir wollen Eigentum fördern. Das ist uns wichtig. Und ich finde es sehr, sehr gut, dass der Finanzminister gerade mit den Ländern bezüglich der Grunderwerbssteuer verhandelt. Und wir wollen eine neue Eigenkapitalförderung auflegen und das Genossenschaftsprogramm. Ich glaube, damit haben wir schon die ersten Grundsteine gelegt. Was wir tun müssen, ist, die Bodenpreise senken. Denn das macht Wohnen neben der Inflation und dem Baustoffmangel extrem teuer. Und die Wir müssen Share Deals unterbinden und wir müssen Kommunen dazu befähigen, dass sie eben Bodenbevorratung betreiben können. Und wir müssen uns mal die Maklercoutage angucken. In anderen Ländern sind das so 2% und wer bestellt, bezahlt. In Deutschland ist sie gestiegen seit des Gesetzes, was die GroKo 2000 abgeschlossen hat. So von 6% auf gut 7%. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind bei so üblichen Erwerbspreisen 30.000 Euro. Das ist ein wunderschönes Eigenkapital, welches wir dringend regulieren sollten. Und liebe Union, wir kümmern uns jetzt, dass das klappt mit dem klimafreundlichen Wohnen. Wir kümmern uns jetzt, dass es klappt mit der Eigentumsförderung. Und wir kümmern uns jetzt, dass es klappt, dass die Energiepreise sinken. Ich glaube, damit haben wir ein großes Programm, mit dem wir zusammenarbeiten. Vielen Dank. Und für die CDU-CSU folgt der Kollege Ulrich Lange. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Bauministerin, es muss ja einen Unterschied machen, wie der Kollege Föst gesagt hat, ob man ein Ministerium hat oder nicht hat. Deswegen respektieren wir, dass Sie sich der heutigen Debatte stellen. Ich sage Ihnen aber auch ganz offen, all die Bauwilligen hätten auch ihren Respekt verdient gehabt in den letzten Wochen und Monaten, bevor dieses Chaos ausgebrochen ist. Am vergangenen Mittwoch hat das Statistische Bundesamt die neuen Zahlen gemeldet. -8,9% weniger Genehmigungen für neue Wohnungen, Neubauten und Umbauten, -26,2% im Vergleich zum Vorjahresmonat bei Einfamilienhäusern, liebe Kolleginnen und Kollegen. -26,2%, das heißt, hier sind die geplatzten Träume, die Sie zu verantworten haben. Und das liegt an der verkorksten Förderpolitik. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, ich frage natürlich, wo war die Bauministerin beim Förderstopp? Diese Frage muss erlaubt sein, denn wer war denn der Finanzminister, der das Programm hinterlegt hat? Das war Olaf Scholz. Der Bundeskanzler hätte jetzt ein Machtwort sprechen können für ein Programm, das wir gemeinsam aufgesetzt haben. Das hat er nicht getan, da hat er gezögert und gezaudert. Und es kam nichts, lieber Kollege Daltrup. Deswegen eklatanter Vertrauensbruch und wütende Protestschreiben der Menschen aus all unseren Wahlkreisen, die einfach bitter enttäuscht wurden von der neuen Regierung. Und liebe Ministerin, ich zitiere Sie richtig: ökonomisch und ökologisch unsinnig, wenn jede Generation neue Einfamilienhäuser baut.
Ja, aber minus 26,2% kann nicht unsinnig sein, wenn ich mir anschaue, wie groß die Lücke ist an neuen Wohnungen, an Einfamilienhäusern. Denn so werden wir auch das Problem steigender Mieten nicht in den Griff bekommen. Wenn weniger gebaut wird, werden die Mieten definitiv nicht sinken, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn Sie dann auch nicht energieeffizient bauen, wird es auch nicht funktionieren, liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen. Sie können doch kein Interesse daran haben, dass die Menschen nicht mal mehr Standard 55 bauen, weil sie es sich nicht leisten können. Sie bauen noch weniger. Das ist doch nicht Ihre Politik. Das ist doch nicht Ihr Anspruch. Sie scheitern in den ersten Tagen schon an sich selber. Das ist nicht sozial und nicht ökologisch, was Sie uns bisher hier vorgelegt haben. Der Traum vom Eigenheim schützt vor Altersarmut. Der Traum vom Eigenheim ist Familienpolitik. 75% derer, die Baukindergeld bezogen haben, haben ein Einkommen von weniger als 60.000 Euro. 35 Jahre war das Durchschnittsalter der Antragsteller. 1,7 Kinder, 400.000 Anträge, 710.000 Kinder haben ein eigenes Dach über den Kopf bekommen. Das ist Union, das ist Familienpolitik, und deren Fortsetzung erwarten wir auch von der Ampel mit Planungssicherheit, mit den Förderprogrammen, damit die Menschen wieder sich darauf verlassen können, was Regierungen, was der Deutsche Bundestag beschließt. Sie haben einen Anspruch auf ein Ende dieses Chaoses. Machen Sie weiter endlich mit dem Brachflächenprogramm. Das hilft gegen die Bodenpreise. Da haben Sie, lieber Kollege Daltrup, in der letzten Periode gebremst. Sie waren der Bremser an dieser Stelle. Neubauförderung braucht dringend einen Neustart. Menschen träumen weiter von ihren eigenen vier Wänden. Herzlichen Dank. Und der letzte Redner in dieser Debatte ist Timon Gremmels für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin ja richtig froh, dass ich andere Träume habe als Friedrich Merz und die CDU-CSU-Fraktion. Also ich und meine Wählerinnen und Wähler, die träumen von bezahlbarem Wohnen. Das ist der Traum der Mehrheit dieser Menschen. Und bezahlbares Wohnen inkludiert und umfasst natürlich auch im Einzelfall das Eigenheim, was man selber bauen möchte. Aber ehrlich gesagt, wenn es Ihnen um die Sache gegangen wäre, wenn Sie ordentlich auch mal eine Revision gemacht hätten, was Sie die letzten 16 Jahre getan oder eben nicht getan hätten. Wenn Sie sich in der Sache korrigieren und verbessern wollen, dann hätte ich mir bei einem anderen Antrag gewünscht, dass Sie es wirklich nötig haben, sinnentstellt zu zitieren und damit Ihren Antrag einzubringen. Das hat ja Ihnen die Ministerin hier schon deutlich gemacht. Das ist etwas, wofür Sie sich schämen sollten, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Sie sowas nötig haben. Sowas kennen wir eigentlich nur vom ganz rechten Teil dieses Hauses. Und ich bin ehrlich froh, dass wir eine eigene Bauministerin haben und dass eben das nicht mehr ein Annex ist ans Innenministerium, wie das unter Horst Seehofer der Fall war. Wir haben dafür gesagt, dass dieses Thema aufgewertet wird, dass wir ein eigenes Haus haben, dass wir eine engagierte Ministerin haben, die Ideen und Konzepte hier vorstellt, auf die wir unter Horst Seehofer 4 Jahre lang gewartet haben. Und nicht nur wir, sondern die Menschen in diesem Land. Und sich dann jetzt hier hinzustellen und noch Geschichtsrevision zu betreiben. Wer hat denn im November letzten Jahres dieses KfW-Förderprogramm zum 31.01. diesen Jahres auslaufen lassen? Wer war das? Wer war der Minister? Kein Wort, nicht einmal ist der Name Peter Altmaier von Ihnen gefallen. Ich habe gehört, 4 Redner haben hier gesprochen. Nur 18 Minuten haben Sie geredet. Sie haben weder über den Bauminister Horst Seehofer gesprochen, noch über den für das Gebäudeenergiegesetz zuständigen Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Sie haben Ihre eigene
Ihre eigenen Minister sozusagen hier und Ihre eigenen Teil der Geschichte überhaupt nicht im Blick, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Herr Lange, dann frage ich Sie, was hat denn Horst Seehofer gemacht, um die 800.000 Bauüberhänge kurzfristig abzuarbeiten? Was war denn das, was Sie da geliefert haben? Nichts. Und zu einer ordentlichen Aufarbeitung der eigenen Regierungsverantwortung gehört auch die kritische Selbstbefassung. Und ich gebe Ihnen ja zu, dass es ein kommunikatives, nicht die, gerade die Glanzleistung war mit dem KfW-Programm. Gar keine Frage. Und wir haben da auch Vertrauen verspielt. Aber das ist eine gemeinschaftliche Verantwortung. Und da haben Sie sich entzogen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ihnen geht es hier nicht um die Sache. Ihnen geht es hier um billige Oppositionspolitik. Und das, ehrlich gesagt, ist aus meiner Sicht zu wenig. Wir beschäftigen uns umfassend mit dieser Thematik. Und wir gucken, dass wir nach vorne blicken. Und ich sage Ihnen mal was aus meinem eigenen Wahlkreis. Wenn ich bei mir im ländlichen Raum unterwegs bin, habe ich folgendes Phänomen. Die Ortskerne der Dörfer bluten aus, weil die Häuser zu klein sind, weil sie nicht mehr den Ansprüchen von heute genügen, weil teilweise Denkmalschutz und Auflagen da sind. Und an den Ortsrändern sollen neue Baugebiete entstehen. Wir müssen doch gucken, dass wir auch die Ortskerne stärken, dass wir Programme entwickeln, wie man auch im Dorfkern gut und modern und sicher leben kann, wie man energetisch sanieren kann, wie man auch guckt, dass wir die Menschen dorthin bringen und nicht immer ausfransende weitere neue Wohngebiete haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Darum müssen wir uns kümmern. Und deswegen müssen wir uns in der Tat gucken, ob wir da Angebote schaffen. Und was ich noch erlebe, wenn ich bei mir im Ort unterwegs bin, dass ganz viele mittlerweile ältere Ehepaare oder auch Witwen und Witwer in ganz großen Häusern alleine leben, weil es eben keine kleinen Wohnungen gibt, die sie auch nicht mehr kaufen wollen, die sie mieten wollen und dann Bestandsbauten freimachen würden wie Familien. Darüber müssen wir uns und darum müssen wir uns kümmern. Auch das ist ein Traum, den die Menschen haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und davon ist in Ihrem Antrag äußerst wenig zu lesen. Und dann müssen wir gucken, dass wir auch all das, was wir tun, in der Tat so tun, dass wir hier es energieeffizient machen. Es hilft doch jetzt nichts, schnell und preiswert zu bauen und dann die Folgekosten, die Energiekosten von morgen sind, die die Menschen genauso belasten wie einen Kredit, den sie abbezahlen müssen. Auch darum müssen wir uns kümmern. Auch da reden wir viel zu wenig von Ihnen. Und deswegen ist es richtig, dass diese Koalition sich zum Ziel gesetzt hat, mehr zu bauen, bezahlbar zu bauen, dass wir 400.000 neue Wohnungen schaffen, dass wir das gemeinschaftlich machen und dass wir das nachhaltig machen. Dafür stehen wir bereit, dafür steht die Ampelkoalition und da werden wir auch liefern. In diesem Sinne alles Gute und Glück auf. Ich schließe die Debatte. Zusatzpunkt 5. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 1855 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Tagesordnungspunkt 30. Wir kommen nun zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Klimaschutz und Energie zu dem Entschließungsantrag der Fraktion der CDU/CSU zu der Abgabe einer Regierungserklärung durch den Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz zu dem Thema für eine sozial-ökologische Marktwirtschaft, Transformation innovativ gestalten, Jahreswirtschaftsbericht 2022. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 1835 den Entschließungsantrag der Fraktion der CDU/CSU auf Drucksache 524 abzulehnen. Auf Verlangen der Fraktion der CDU/CSU stimmen wir über die Beschlussempfehlung namentlich ab. Es liegt eine Erklärung zur Abstimmung nach § 31 unserer Geschäftsordnung vor. Die Abstimmung erfolgt in der Westlobby. Sie haben zur Abgabe Ihrer Stimme 20 Minuten Zeit. Die Schriftführerinnen und Schriftführer sind bereits an ihren Plätzen. Dann eröffne ich jetzt die namentliche Abstimmung über die Beschlussempfehlung auf Drucksache 1835. Die Abstimmungsurnen werden um 12.17 Uhr wieder geschlossen. Das bevorstehende Ende der namentlichen Abstimmung wird Ihnen dann rechtzeitig bekannt gegeben. Ich bitte um möglichst zügigen Sitzplatzwechsel, damit wir